Miau. Freunde, ich bin Katzenflüsterer. Miau, miau. Ey, wir sind einfach nur Freaks, Leute. Yo, Freunde. Hi, Freunde. Was geht da? Wir sind immer noch hier in Köln. Freunde, genau hier um die Ecke ist ein Ort, der dem Paradies ähnelt. Ein Ort, der unsere Herzen schneller schlagen lässt. Genau hier um die Ecke, Freunde, ist einfach ein Katzencafé. Es ist ein Café, Leute, für Katzenliebhaber. Wir lieben Katzen über alles. Das solltet ihr vielleicht mittlerweile wissen. Katzen sind quasi unser Leben. Wir haben keine eigene, aber wir lieben Katzen. Wir hatten jahrelang einen Kater. Heiko, du hast trotzdem jeden Sonntag noch einen Kater. Ja, und ich habe auch jeden Tag einen Pussy. Oh! Wir gehen jetzt auf alle Fälle mal dahin zu diesem Katzencafé. Wir nehmen euch natürlich mit. Ich bin so gespannt, wie das wird, Alter. Auch. Die Konkurrenz, Freunde. Hunde sind süß, aber ich finde Katzen halt einfach geiler. Schreibt einfach mal in die Kommentare, Freunde, ob ihr Katzen oder Hunde besser findet. Bin ich mal gespannt. Hund. Hund? Hund? Hund. Nee, Katzen sind schon cooler. Katzen sind süß, oder? Keine Antwort. Katzen oder Hunde? Alles klar. Aha. Aber Leute, eigentlich immer, wenn wir über Katzen reden, wird meine Stimme ein bisschen höher, weil ich sie so süß finde. Deine aber auch, oder? Was? Ja? Katzen! Heiko, jetzt komm! Und. Hä? Wo ist der hin? So, Freunde, wir sind jetzt auf der Suche nach Kaffee Schnurke. Schnurke ist auch ein geiler Name für einen Katzenkaffee. Ich habe jetzt schon Katzen gesehen. Einfach ein Café voller Katzen. Das ist der Mädchen, okay? Genau. Das ist ein Kater? Genau. Ich gehe nirgendwo anders mehr hin, Leute. Ich gehe nirgendwo anders mehr hin. Oh. Sie genießt es aber auch, glaube ich. Ich glaube, das ist Katzenmilch. Katzenmilch ist quasi das Mariana von Katzen. Oh. Ist auch ein Katzen da. Ey Leute, für uns ist es echt der absolute Himmel, ja? Hier überall sind Katzen, wir können unseren Kaffee trinken, ey, ich bin im Himmel. Also an alle Katzenliebhaber, geht da hin. Wir kriegen dafür kein Geld oder so, es ist einfach nur eine Empfehlung von unserem Herzen, Leute. Das ist so witzig. Vor allem in diesem Laden dreht sich alles um Katzen. Überall sind Bilder von Katzen, das sind Katzen, das sind alles Katzenliebhaber. Das ist einfach echt der Wahnsinn. Ein Katzencafé ist ein Café, in dem Katzen wohnen. Es ist ein Treffpunkt für Katzenliebhaber. Für Menschen, die selber Katzen halten und für Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Katzen halten können. Im Katzencafé erhält man eine ordentliche Portion Schnurren und Kuscheln zusammen mit einer guten Tasse Kaffee oder Tee. Ey Leute, das ist so toll hier. Ich habe immer gedacht, das ist nur ein Gerücht, dass es hier sowas gibt in Köln. Aber es ist halt wirklich so. Insgesamt gibt es hier 5 Katzen, aktuell sind hier nur 3 im Haus, weil 2 irgendwie krank sind, aber das reicht schon. Alles Gute ist 3. Das war doch nur Spaß. Nicht wundern, dass wir die ganze Zeit die Plätze wechseln. Wir wollen einfach beide in der Nähe von dieser Katze sitzen. Wir schreiben hier quasi gerade auf einer Katze. Ich muss einfach sagen, die Leute hier im Katzencafé sind einfach nur nett. Es verbindet hier quasi alle die gleiche Leidenschaft, die gleiche Liebe. Miau. Freunde, ich bin Katzenflüsterer. Miau, miau, miau.
Na guck, der hat keinen Bock mehr auf dich. Der hat keinen Bock mehr. Der kann nur liebe Wisch haben. Ja, komplett. Der kommt immer frei, frei, frei. Oh, jetzt bist du neidisch, wa? Du bist neidisch. Alter, jetzt macht die Katze. Macht die Katze hier eine ganze Tour. Du musst jetzt einmal ihren Job machen. Einmal die Stunde und Schicht. Eine Skala von 1 bis 10, wie sehr magst du Katzen? 8. Ach, hallo. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal hin, mal gucken, ob die Katze auf mich geht. Die schnurrt. Die Katzen haben hier ihren eigenen Raum. Oder kannst du voll die Katakomben für die Geheimgänge? Tschüss, Merlin. Ey Leute, ich glaube, es war mit Abstand eine der süßesten Tage und Erfahrungen in meinem ganzen Leben. Es war einfach so krass. Voll. Das war so süß. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als ein Café voller Katzen. So, Freunde, das war auf jeden Fall richtig, richtig süß. Und mega, ja, mega krass, mega süß auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Hunde oder Katzen besser findet. Lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr Katzen auch mögt. Würde uns mal interessieren. Hier geht es jetzt zu unserem letzten Video. Und zwar waren wir bei McDonald's beim Chef, und haben mit dem Boss von McDonald's geredet. Ja. Also, Freunde, es lohnt sich drauf zu klicken. Wir sehen uns wieder am Samstag. Bis dahin. Mit einem neuen Video. Mach's gut, adios amigos.